Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Das heißt, das Gesetz muss alle gleich und gerecht behandeln. Egal, ob du arm bist oder reich, ob du gut aussiehst oder ein hässlicher Knobe bist, ob du ein Promi bist oder der Herr Meier von nebenan, ob du männlich, weiblich oder divers bist, ob du ein Reichschmeckter bist oder ein Ureinwohner und, und. Es gibt keine Sonderbehandlung, wo zwei Augen zudruckt werden, und es geht auch nicht in die andere Richtung, wo gleich mit dem Finger auf die gezeigt wird, der ist schuld, klar. Das ist ja ein Reichschmeckter. Oh, ein Badener dazu. Ja, dann ist ja alles klar. Schublad auf, Mensch nein, Schublad zu. Dass das nicht passieren kann, gibt es bei uns in Deutschland eine kostenlose Rechtsberatung und vor Gericht, wenn du kein Geld hast, dann kriegst du einen Pflichtverteidiger oder eine Pflichtverteidigerin. Jetzt habe ich mir wieder gedacht, das, was für das Gesetz gilt, das gilt natürlich auch für die und mich. Kurzum, Sturgerter und Reutlinger, die sind wie Wienerle und Frankfurter. Das ist Wurst. Lange Rede, kurzer Sinn. Vorurteilsschublade ausmischen. In diesem Sinne, händ's es? Dann dehn's es!